Jens-Petter Hauge wird bis Ende 2024 leihweise beim FK Bodo Glimt spielen, dem Verein seiner Heimatstadt. Die Entscheidung wurde am Mittwochabend vom Eintracht Frankfurt, dem Verein, bei dem er war, bekannt gegeben. Der norwegische Klub, der derzeitige Meister, hat die Möglichkeit, Hauge zu kaufen. Der Sportdirektor von Eintracht, Markus Krösche, betonte, wie wichtig es ist, dass Hauge spielt, und er wird diese Gelegenheit bei Bodo Glimt haben. Seit 2021 hat Hauge insgesamt an 55 offiziellen Spielen für Eintracht teilgenommen. Auf der anderen Seite hat Eintracht Frankfurt Hugo Larsson für einen vernünftigen Betrag verpflichtet. Jetzt gibt es Spekulationen, ob Larsson der zweitteuerste Verkauf in der Geschichte des Vereins wird. Laut Sportbild sieht Eintracht den jungen Mittelfeldspieler als mit einem Transferpotenzial von 80 Millionen Euro. Bisheriger Verkaufsrekordhalter ist Randall Kolo Muani, für den Paris Saint-Germain bis zu 95 Millionen Euro bezahlt hat. In der Zwischenzeit scheint Larsson das Interesse der Premier League auf sich zu ziehen. Laut Sportbild sind der Liverpool FC und der Arsenal FC an dem schwedischen Spieler interessiert, können aber möglicherweise aus Kostengründen nicht oder wollen nicht in seine Verpflichtung investieren. Larsson hat einen Vertrag mit Frankfurt bis 2028 und wurde im Sommer für 9 Millionen Euro vom Malmö FF geholt. Seitdem hat er sich im Mittelfeld von Frankfurt hervorgetan und an 26 offiziellen Spielen teilgenommen. Eintracht Frankfurt-Fans, hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und abonnieren Sie den Kanal, um immer über die neuesten Nachrichten von unserer Eintracht Frankfurt auf dem Laufenden zu bleiben.